Streitet nicht über Meinungen. Römer Kapitel 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Rationelle Meinungen sind ein auf unser Denkvermögen gerichtetes, individuelles Vertreten unserer Ansichten. Der griechische Philosoph Epiket meinte einmal, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und die Beurteilung über die Dinge. Da hat er wohl recht, auch wenn wir als Christen sicherlich philosophischen Gedanken eher skeptisch gegenüberstehen sollten. Aber wo er recht hat, hat er recht. Für Christen gilt sicherlich an erster Stelle das Wort Gottes in der Bibel. Das steht fest, denn es ist vollkommen in seiner Präsenz und Dynamik und Wahrheit. Es ist der Geist, der hinter den Worten steht, der uns wiederum in alle Wahrheit führt, der Geist Gottes. Martin Luther übersetzte zusätzlich bei der Aufforderung, nicht über Meinungen zu streiten, dass wir das Gewissen nicht verwirren sollen. Christen, die einiges an Wissen und Erfahrung und Einsichten haben und geübt sind im Wort Gottes, stehen meist auch entsprechend fester im Glauben und vertreten dies auch, so wie sie können und bei Gelegenheit. Ebenso werden sie sich dann auch nicht von jedem Wind einer Lehre umhertreiben lassen. Epheser 4, 14. Das folgt daraus. Wer feststehen darf, und auch das ist nur Gnade, hat vielleicht die Tendenz, anderen Christen immer klar machen zu wollen, dass sie daneben liegen und manches einfach nicht richtig sehen können oder wollen und man es doch selbst besser weiß. Selbst wenn das stimmt und richtig ist, ist hier dennoch reichlich Potenzial vorhanden, über Meinungen streiten zu können, wenn man es unbedingt so möchte. Aber ich denke, der Aufruf im Römerbrief gilt vor allem denen, die stabil sind und weniger denen, die vielleicht mehr auf wackeligen, emotionalen Füßen stehen als alles andere. Stark im Sinne der Bibel ist man, wenn die Freiheit und Gnade im Evangelium einem in die Seele gekommen ist und man tiefen Frieden hat vor Gott und die Dinge einfach auch aushalten kann, auch wenn jemand vielleicht mal in eher nebensächlichen Dingen eine andere Meinung hat. Wer weiß, von was er erlöst worden ist, hat normalerweise auch kein dauerhaftes Problem damit, manche Härten im Leben zu ertragen und dennoch selig zu sein. Jesus Christus hat den Himmel verlassen und hat sich erniedrigt bis zum Tode. Und keiner war so angefochten und so belastet und verspottet und angefeindet wie er. Und an ihn glauben wir. Und das, was ihm widerfahren ist, werden wir im Kleinen vielleicht manchmal auch in unserem Leben erfahren. Jesus hat ja gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie euch auch verfolgen. Und das müssen wir wissen. Geistliche Stärke zu haben, auch wenn es einem äußerlich nicht so gut geht, ist das Ergebnis von Erfahrung und Reife durch Gottes Gnade. Vor allem das. Wer mehr hat, von dem wird man auch mehr fordern. In Lukas 12, 48 heißt es entsprechend, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Es kann schnell passieren, dass gerade verantwortliche Brüder, die allzu sehr streitlustig sind, Dinge in Bewegung setzen, die sie so vermutlich auch nicht unbedingt wollten, aber fahrlässig in Kauf nehmen. Der Apostel Paulus schrieb der Gemeinde in Korinth: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. 1. Korinther 1, 10 bis 11.
William MacDonald schreibt: Ein schwacher Christ ist jemand, der unbegründete Skrupel wegen irgendwelcher Fragen zweitrangiger Bedeutung hat. In diesem Zusammenhang ging es dabei oft um bekehrte Juden, die sich noch immer vor nicht koscherem Essen ekelten und nicht wagten, samstags zu arbeiten. Das erste Prinzip ist folgendes: Ein schwacher Christ sollte in die Ortsgemeinde aufgenommen werden, doch nicht, um mit ihm über seine zweifelhaften Fragen zu diskutieren. Christen können frohe Gemeinschaft miteinander haben, ohne sich in unwichtigen Fragen einig zu sein. Es gibt Dinge im Glaubensleben, die sehen manche Gruppierungen anders und haben ihrer Schwerpunkte entsprechend eben manche biblischen Aussagen verbindlicher ausgerichtet als andere. Bei einigen sind es die Geistesgaben, bei anderen die Frage zur Taufe oder der Sabbat-Ruhetag oder auch die Gemeindestruktur und so weiter. Manche Diskussionen müssen sicherlich sein und haben auch ihre Berechtigung, aber manche auch nicht. Es gibt geistlich ungesunde Schwerpunkte, wie beispielsweise, wenn manche das Gesetz mehr achten als die Gnade oder die Gaben eine wichtigere Rolle spielen als der Geber. Wenn jemand Wissen dahingehend verbreitet, um sich selbst zu profilieren, anstatt andere aufzuerbauen und in Liebe auch zu ermahnen, der hat die Tendenz zum Hochmut, zur Selbstgefälligkeit. Und weniger ist hier eben entsprechend manchmal mehr. Da müssen wir uns alle immer wieder selbst in Frage stellen und an die Nase fassen. Der Feind schläft nicht. Da, wo der Satan weiß, dass er uns die Erlösung nicht wegnehmen kann, wird er versuchen, uns stolz, hartherzig und unnahbar zu machen. Aber es gibt nichts, worauf wir uns als Christen etwas einbilden könnten. Wenn uns die Gnade gegeben ist, manches zu verstehen, wo andere noch im Dunkeln tappen, so sollen wir barmherzig und geduldig sein und andere, schwächere Christen annehmen und auch ertragen. In 1. Korinther 1, 27 bis 31 steht: Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, Jeremia 9, 22 und 23, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, 9. Das bedeutet nicht, dass man immer erst schwach sein muss und sich schwach fühlen muss, damit Gott wirkt und zu einem redet und einen führt und leitet, sondern das ist eine Frage meiner Einstellung, dass ich nämlich erkenne, dass ich in dieser Welt auch gegenüber anderen Christen, anderen Menschen dieser ganzen Gesellschaft oft schwach bin und vielleicht manchmal sogar ohnmächtig und verzagt und ängstlich. Das sollen wir wissen, dass wir dieser Welt, dem Teufel, im Prinzip gar nichts entgegenzusetzen haben, außer dass wir uns auf Jesus Christus berufen, ihm vertrauen, auf seine Kraft, auf seine Macht vertrauen, dass er die Dinge für uns regelt, dass wir alle unsere Sorgen und Nöte, unsere Anliegen vor ihm ausbreiten dürfen und er sich darum kümmert. Und wenn wir das wissen, dass wir das brauchen und dass wir das dürfen, dann sind wir auch in unserer Schwachheit mächtig, nämlich weil wir uns auf Jesus Christus verlassen wollen, ihm vertrauen wollen und eben nicht meinen, ich muss nur die Ärmel hochkrempeln, ich muss mich nur zusammenreißen, ich muss nur draufschlagen, ich muss nur meine Gebiete verteidigen und sozusagen mit aller Macht gegen das kämpfen, was mir scheinbar schadet.
Manche Dinge müssen wir einfach auch ertragen. Und wenn wir kämpfen müssen und sollen, dann wird uns der Herr das auch schon klar machen und deutlich machen. Aber letztlich sind wir von Gott, von seiner Liebe und seiner Gnade abhängig. Und das ist auch gut so. Auch wenn wir uns vielleicht menschlich gesprochen dabei nicht immer wohlfühlen. Darauf kommt es nicht an. Gott gegenüber sind wir immer alle in allem im Unrecht. Wir sind vor Gott schwach. Selbst wenn wir noch so erfahren, noch so klug, noch so belesen sind. Wir sind vor Gott schwach. Aller Himmel, Himmel können Gottes Macht und Weisheit nicht erfassen. Und vor Gott dürfen wir auch klein sein. Es ist kein Grund, traurig oder betrübt zu sein, dass wir schwach sind. Denn die Bibel sagt ja ganz eindeutig, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und darum dürfen wir auch wie Paulus uns unserer Schwachheit tatsächlich rühmen, weil das bedeutet, dass wir Gott vertrauen, dass wir einsehen, dass wir eben nicht stark sind und in manchen Lebenssituationen auch gar nicht stark sein sollen oder müssen. Wir sind im Grunde alle vor Gott schwach, aber manche sind eben auch schwächer als schwach. Denen sollten wir helfen, wenn wir das können. In diesem Sinne, Gott segne euch, er stärke euch, er gebe euch Weisheit und Einsicht, Rücksicht und Liebe füreinander und Glauben zu Gott, der unsere Stärke ist. Amen.